So, jetzt gibt's wieder TV Total und heute haben wir unter anderem einen echten Finnen in der Sendung. Das ist nämlich der Herr Numminen und der sagt jetzt mal auf Finnisch Hallo. Hallo. Ach so einfach. Gut. So eine Riesensache, oder? Ich finde schon. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan TV Total. So. Das ist weißer Hemd ein bisschen länger als das grüne. Ich hatte eben oben noch gesagt, sehen Sie hier unten? Wie sieht das denn aus? So. Was haben wir heute für fantastische Sachen im Programm, meine Damen und Herren? Ich habe für Sie wieder was gedreht, Rab in Gefahr, denn ich war für Sie Eishockey spielen. Sie wissen ja, das letzte Mal, als ich auf Schlittschuhen gestanden habe, falls Sie sich noch entsinnen. Fuß am Arsch. Und was haben wir noch? Fantastisch! Unsere Titelverteidigerin vom letzten Mal, Christina Bach, inklusive ihrer Keyboarderin Mercedes. Ist das nicht großartig heute hier? Und dann feiern wir noch ein Riesenjubiläum. Ja? Wenn ich Ihnen das jetzt schon sagen würde, dann würden Sie total ausrasten und würden alle Ihre Nachbarn anrufen und sagen, muss unbedingt jetzt einschalten. Ich sage Ihnen aber noch nicht, Sie werden überrascht sein. Zuerst erzähle ich Ihnen mal Folgendes. Sie kennen ja sicherlich die fantastische Sendung hier bei ProSieben, Talk, Talk, Talk. Und die haben Sie damals wahrscheinlich schon genossen, als sie noch von Jessica Stichmann-Stockmann moderiert wurde. Und wahrscheinlich haben Sie sich auch gesagt, wie kann man die Sendung noch großartiger moderieren als Jessica Stichmann-Stockmann? Natürlich mit Sonja Kraus als Moderatorin. Ja? Und dann habe ich am Samstag Sonja Kraus geguckt bei Talk, Talk, Talk. Und da habe ich, muss ich ehrlich sagen, eine Frisur entdeckt, die ich noch nicht mal unter den Achseln tragen würde. Ja? Schauen Sie sich das mal an hier. Bei Olli Geissen diese Woche zu Gast. Hammerharte Frauen mit dem etwas speziellen Hobby. Wie werde ich ohne Operation zum Mann? Ja, meine Damen und Herren, und jetzt muss ich ehrlich sagen, ich hab auch drei Fragen. Und zwar, wer macht so scheiß Frisuren? Zweitens, wie kriege ich ohne Operation solche Titten? Ja? Und drittens würde mich mal interessieren, haben die da im Studio keine Heizung gehabt? Immer samstags, glaube ich, 19 Uhr. Wann kommt das samstags? 19 Uhr? Weiß ich nicht. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, in Amerika wird immer noch ausgezählt. Präsidentenwahl, ich glaube, im Moment vorne ist Britney Spears vor Mickey Mouse. Ja? Und bei RTL gab es eine Live-Schaltung nach Washington. Gucken wir mal hier. Ganz kurz, Christoph, inwieweit unterscheiden sich die beiden überhaupt von ihren politischen Programmen auch her? Bush will Steuern sparen helfen, will vor allem den reicheren Steuern zurückgeben, damit die Wirtschaft weiter in Schwung halten. Und Gore will die Sozialfürsorge ausbauen, will Krankenversicherung und will bessere Ausbildung. Erzählen Sie ruhig weiter. Okay, offensichtlich haben wir Christoph Ausbildung lang in irgendeiner Weise verloren. Ja. Großartig, Peter Klöppel. Aber so ist das, wenn man live sendet. Und dann habe ich bei was? Guten Morgen Deutschland, bei RTL, da wurde ein Verbrecher gejagt. Und jetzt war ich also sehr erstaunt, dass er nicht nur von der Polizei gejagt wurde, sondern auch noch, und jetzt hören Sie mal genau hin, was der Reporter da sagt. Wie lange war er also schon außerhalb dieses eigentlichen Fahndungsgebietes, dem die Polizei ja mit 200 Hunden, mit 600 Mann gesucht hat? Das haben Sie doch auch so verstanden, oder? Habe ich das falsch gehört? Also, wenn Sie mich fragen.
Ja? Hören Sie noch mal genau, ich zeige Sie Ihnen noch mal. Also wir haben das nicht verfälscht. Die Polizei ja mit 200 Hunden, mit 600 Mann ja. gesucht hat. Mit 200 Hunden und 600 Beamten. Also insgesamt 800 Mann waren dem Gangster auf der Spur. Kann mir das sehr gut vorstellen, wie das ist. Da ist er, da ist er. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab dich genau gesehen. Ja. Das ist neu bei der Polizei. Was mich gewundert hat, dass bei der Suche scheinbar keine Hunde dabei waren. Dann habe ich bei Sonja Zietlow noch was Faszinierendes gesehen, und zwar diese junge Dame hier. Passen Sie genau auf. Moment mal, ihr versteht das alle ganz falsch. Nein. Nein, also die Geschichte meine... war vor 2 Monaten. Das ist jetzt 2 Monate her. Ich wohne in Bonn. Ich bin da hingezogen, um meine Ruhe zu haben und nichts mit meiner Familie zu tun haben. Also, ich bin nach Bonn gezogen, um meine Ruhe zu haben und um nichts mit meiner Familie zu tun zu haben. Ja? Also, nichts will sie mehr mit ihrer Familie zu tun haben. Deswegen ist sie auch nach Bonn gezogen. Mit ihrer Familie also nichts. Schauen Sie, wie es weitergeht. Außer... Ich wohne in Bonn. Ich bin da hingezogen, um meine Ruhe zu haben. Und nichts mit meiner Familie zu tun haben. Außer mit meiner Schwester und mit meiner Mutter, mit meinem Vater und meinen Geschwistern. Was für ein Schatz. Väter, Vater und Mutter. Wie werde ich ohne Operation zum Mann? Vielleicht so. Schamhaare mit Öl kraulen, ein Feuerzeug dranhalten und abschmoren. Ja. Ja, meine Damen und Herren. Wunderbar. Ja, was wollte ich jetzt? Ach so, ich wollte Ihnen was zeigen, und zwar aus der Sendung Hauptsache gesund im MDR, oder auf, wie sagt man beim MDR, im MDR, auf dem MDR, um den MDR, am MDR, ich weiß es nicht. Was? Unter dem MDR läuft die Sendung Hauptsache gesund, und da hat auch eine Dame angerufen, weil sie ein Problem hatte. Passen Sie auf. Jetzt ist die Frau Müller am Apparat. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich habe auch ein Problem. Ja. Wenn ich in ein Geschäft gehe und komme an der Kühlzelle vorbei, dann muss ich immer sehr schnell raus und auf Toilette. So, ich schilder Ihnen noch mal genau das Problem. Wenn diese junge Frau also in ein Geschäft geht, wie sie sagt, und kommt an einer Kühlzelle vorbei, also Kühlregal, ja, dann muss sie immer ganz schnell raus und auf Toilette. Ja? Verstehen Sie? Sie möchte eigentlich gerne zur Butter, aber schon beim Joghurt, oh, ganz schnell wieder zurück, raus und auf Toilette. So, jetzt geht die Story, aber es ist ja erst der Anfang. Ja? Passen Sie auf, es geht noch weiter. Dann muss ich immer sehr schnell raus und auf Toilette. Und ich habe aber immer sehr dünnen Stuhlgang. Um Himmels Willen, das auch noch. Ja? Also. Schafft's noch nicht mal über den Joghurt raus, direkt zur Toilette, aber dann auch noch sehr dünnen Stuhlgang, meine Damen und Herren. Wunderbar. Moment, jetzt, ja, jetzt geht aber noch weiter, meine Damen und Herren. Also, wir haben jetzt schon gelernt bisher, also bis zur Butter reicht's nicht, wenn sie an einem Kühlregal vorbeikommt, raus auf Toilette und dann dünner Stuhlgang. Scheiße aber auch. Und jetzt, pass auf, geht's weiter. Und ich habe aber immer sehr dünnen Stuhlgang schon. Seit 1974 ist das so. Ist das nicht großartig, meine Damen und Herren? Seit 1974! Respekt! Seit 1974, meine Damen und Herren, dünner Stuhlgang beim Vorbeigehen an einer Kühlzelle. Ja? Und meine Damen und Herren, seit 1974, das sind genau 26 Jahre. Und wenn das mal kein Grund zu feiern ist, bitteschön. Jahre.
Ja, meine Damen und Herren. 26 Jahre Dünnpfiff. Was für ein scheiß Jubiläum. Wunderbar. Ja, meine Damen und Herren. Und jetzt habe ich noch was Tolles für Sie entdeckt. Wir kommen zu unserer ersten Nominierung. Ich muss Ihnen erstmal was erklären dazu. Und zwar bei Sat.1 gibt es die Nachrichten 18.30 Uhr. Ja? Das ist die große Sat.1 Nachrichtenshow. Das ist das gleiche wie in der ARD die Tagesschau, wie im ZDF das Heute-Journal oder wie bei ProSieben Talk Talk Talk. Ja? Im Prinzip die große Nachrichtenshow, die altehrwürdige Nachrichtenshow von Sat.1, 18.30 Uhr. Und da wird natürlich auch das Wetter angesagt. Und ich zeige Ihnen mal kurz, wie das normalerweise geht. Dann kommt da unten ein Balken rein und da steht dann immer der Name der Moderatorin drauf. Bei uns zum Beispiel jetzt mal hier, wenn Sie bei uns ins Internet wollen, www.tvtotal.de, dann kommt ein Balken rein. Da könnte dann jetzt zum Beispiel auch stehen, Stefan Raab sagt Ihnen das Wetter an oder so. Ja, also, wenn Sie was sehen wollen, was in dieser Sendung passiert ist, dann können Sie das bei www.tvtotal.de machen. Aber jetzt, bei 18.30 Uhr, ja, die Wetterfee sagt also das Wetter an. Und achten Sie, und das ist nicht von uns bearbeitet oder gefälscht, denn diese Sendung ist live, 18.30 Uhr, und da sagt die Wetterfee das Wetter an. Und achten Sie mal auf die Einblendung unten. Allerdings werden Regen und Wind jetzt langsam schwächer. In der kommenden Nacht ziehen bei uns noch viele dicke Wolkenpartikel durch, die im Westen und an der Nordsee als Regen ablaufen. Großartig, oder? Tja, meine Damen und Herren, und wie das passieren konnte, das möchte ich jetzt gerne wissen von nicht Anja Kaso, heißt sie nämlich nicht, sondern Andrea Ballschuh. Das ist die Wetterfee bei Sat.1. Und deswegen haben wir sie nominiert für den Rat der Woche heute Abend für ihre fantastische Untertitelung als Anja K., Nachtclub-Tänzerin. Herzlich willkommen, Andrea Ballschuh! Großartig. Ist Ihnen das? Siezen wir uns? Wir duzen uns. Wie alt sind Sie? 28. Dann sieze ich Sie, glaube ich, besser. Sollen wir? Wir sehen es nämlich gerade tatsächlich zum ersten Mal. Es ist nicht, wie Sie denken, meine Damen und Herren. Bei uns ist es schon so, tatsächlich so, dass ich die Gäste. Wir sehen es zum ersten Mal, ne? Ja, zum allerersten Mal. Also, wir labern nicht vorher schon, wir sprechen alles ab und so, wie das zum Beispiel bei Andreas Türk der Fall ist, sondern wir machen hier alles tatsächlich live. Also, wir duzen uns. Ja, bitte. Du. Ich bin kein Sie-Typ. Ja. Das hast du gar nicht mitbekommen. Das, nee, da, erst das als hast ihr mich erst, angerufen ja, habt. Ja. Da kannst du mal sehen. Wie kann sowas passieren? Und zwar werden wir vor Blitz gesendet. Und vor Blitz, das vor ist Blitz. Eine andere Sendung bei Sat.1. Ja. Ja. Muss man dazu sagen, und, weil das guckt ja keiner. Die Herrschaften. Das gucken sehr viele. Ja. Und die Herrschaften aus der Regie haben ganz einfach die falsche Bildunterschrift eingeblendet. Anja so K., Nachtclub-Tänzerin, ging. Das ist doch diese, die angeblich mit Dieter Bohlen auch. Richtig. Ja. Und das ist überhaupt kein Kompliment für mich, das weil Dieter Bohlen könntest du mir auf den Bauch binden. Also für kein Geld der Welt würde ich irgendwie... Das wäre mal ein Experiment wert, oder? und jetzt, Sat.1 Wetter, bist du die einzige Wetterfee oder gibt es da mehrere Wetterfeen? Es gibt zwei. Also, das heißt, wenn du mal krank bist oder ja. mal Dann gibt es die Carola, genau. Gibt es die Carola, ja. Und du kannst ja auch, und das finde ich sehr faszinierend, Arabisch sprechen. Ein bisschen, ja. Was heißt ein bisschen? Naja, also ich kann es nicht flüssig, aber ich war bestimmt 10 Mal in Ägypten und habe da halt ein bisschen was aufgeschnappt. Und was kannst du denn so? Also du kannst auch nur so Restaurant-Arabisch oder was? Nee, Falafel. Also ich konnte damals sogar den Taxifahrer zusammenscheißen, der mich versucht hat, irgendwie übers Ohr zu hauen. Was sagt man da? Das weiß ich nicht mehr. Aber Abid heißt Idiot, also sowas in der Art. Aha. Und möchtest du für uns mal das Wetter machen auf Arabisch? Kannst du das machen? Kannst du Wetter auf Arabisch machen? Ich kann es versuchen. Dann versuch's doch mal. Geh doch mal an unsere Wand da hinten. Okay. Ja, da taucht gleich die Wetterkarte von Arabien auf. Mhm. Nein, ach, es ist doch von hier. So, jetzt bist du ja im Prinzip schon da. Lade! So, jetzt, also das ist jetzt echtes Arabisch. Das ist jetzt nicht irgendwie, du sagst uns jetzt nicht irgendwie die Speisekarte von deinem Lieblingsarabisch. Nee, nee, das geht schon jetzt ums Wetter. Ja, okay, mach mal. Ja, und los, bitte. بكرة في سحاب كتيرة وشوية مطارة وهتبقى حار جدا لا مش حار بارد جدا والشمس هتطلع في بيات الأحيان
Ue, Matara el Har Stefan, Hetirfa Daragit el Harara, Ue, Tibba Hargitan, Ue, Mafish Aya Beruda, Hetigit el Mustaqbal. Wunderbar. Großartig. Meine Damen und Herren, Andrea Balschuh. Wunderbar. Vielen Dank für den Platz. Das war wirklich der Abschluss. Ich trage meistens keine Unterhöschen. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer Titelverteidigerin. Sie erinnern sich vielleicht, beim letzten Mal grandios hier gewonnen, weil ihre Keyboarderin so fantastisch Keyboard gespielt hat. Falls Sie die Sendung nicht gesehen haben, hier nochmal zur Erinnerung. Das war die Keyboarderin von Christina Bach. Schauen Sie mal rein. Hier sehen Sie und schauen Sie mal, was sie spielt wohl. Ja. Tick, 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 tick. Ja, und dann haben wir hier in der Sendung mit Christina Bach zusammen, habe ich das noch mal original nachgespielt, wie die Keyboarderin das gemacht hat. Schauen Sie sich das noch mal kurz an. Das war so. Christina Bach zusammen mit ihrer Keyboarderin nominiert für den Rat der Woche für ihre fantastische Performance in der Wunschbox. Herzlich willkommen, Christina Bach und Mercedes. Mercedes und Christina Bach. Sensationell. Endlich auch die Keyboarderin mit dabei. Und, alles klar? Ja. Mercedes. Alles klar. Ja, ich habe ja in der letzten Woche fälschlich gesagt, heißt Mercedes, spielt aber wie Skoda. War nur ein Scherz. Es war nur ein Scherz. Ja, war nur ein Scherz. Genau. Mercedes, eher A-Klasse oder S-Klasse? S-Klasse. Die Leute machen oft Scherze, oder? Wie heißt du mit Nachnamen? Man gewöhnt sich dran. Ich heiße Wendler mit Nachnamen. Wendler. Wendler, ja. Mercedes Wendler. Mercedes Wendler. Das hört sich echt an wie ein Autohaus, das oder? Das ist richtig geil an, ich habe meinen Wagen von Mercedes Wendler. Ja, Mercedes Wendler in der Auerbachstraße. Ja, ja! Ja. Ich habe irgendwie solche Flügel. Ja, komm! Das war, was war das denn für ein Geräusch? Kannst du das sagen? Nein, es ist aber doch besser, wenn Leute solche Geräusche machen, als wenn sie sagen... Komm, ich mach mich, mach mal ein bisschen auf Partnerlook. Ich zieh noch mal an, oder? Das ist fast die gleiche Brille. Genau, ich habe schon geguckt, die Ränder, alles klasse. Moment. Super klasse. Ja, und? Ein bisschen wie Zwillinge, ja? Ja, mach mal. Wollen wir beide in die Kamera gucken da? Großartig. Ja, jetzt haben wir ja letztens Christina sogar hier ein bisschen gelogen, ne? Wieso? Die Lügen, Christina. Die feine Dame hat ihr gelogen. Wieso? Jetzt stehst du da. Ach, wieso? Du hast nämlich gesagt, du kannst nämlich wirklich doch kein Keyboard spielen, ne? Ich, nein, überhaupt nein. Nicht. Ich bin du hast gedacht, sie könnte, aber ihr sie kannte Agent andere. Hat sie so gut verkauft, ja. Sie kann alles. Naja, sah aber auch täuschend ähnlich aus, muss man wirklich sagen. Also wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass das tatsächlich... Aber du bist natürlich sehr musikalisch, denn du hast irgendwie noch eine eigene Band, stimmt das? Ja, ich habe eine große Band, Mercedes and the Kit Kat Club aus Berlin. Wie? Mercedes and the Kit Kat Club. Aus wo? Aus Berlin. Aus Berlin. Erzähl dir, ja. Was macht ihr für Musik? Ja, wir machen Plastic Swing, Kit Kat Swing. Ah, verstehe. Plastic Swing. Ja. Nein, du kennst sie nicht? Plastic Kit Kat Swing? Kommt sehr an bei älteren Leuten. Oh nein! Wunderbar. Stimmt nicht. Nein. Du kannst aber natürlich in Wirklichkeit spielen. Du hast Instrumente mitgebracht. Du bist Musiklehrerin. Stimmt's, Christina? Niemals. Nein. Stimmt nicht.
Du hast doch hier Instrumente. Nein, ich bin überhaupt keine Musiklehrerin. Ach, du bist doch keine Musiklehrerin. Hast du denn für eine Scheiße erzählt da? Das ist ja... Was erwartest du von einer blonden Schlagersängerin? Ja, erwarte ich höchstens das. Schamhaare mit Öl kraulen, ein Feuerzeug dranhalten und abschmoren. Nein. Dann was machst du denn? Also du bist noch nicht mal Musiklehrerin. Nein, überhaupt gar nicht. Also ich bin Saxophonistin, Flötistin und wie gesagt, hab die eigene Band, hab ziemlich viel zu tun. Saxophonistin und Flötistin, ja. Genau. Das ist doch schon mal was. Genau. Wie wär's denn mit Saxophon? Ja, gefällt dir. Pass auf, musst du vorsichtig sein. Spiel mal was. Kannst du einfach so improvisieren? Ja, nö, lass uns doch, wir können auch beide zusammen spielen. Was ist denn die bekannteste Saxophonnummer? Careless Whisper. Kennst du? Du singst und ich spiele Solo dazu. Welcher Tonart hast du? Spiel mal. Wunderbar. Sehr gut. Mercedes, ich kann da mitnehmen. Mehr Zeit haben wir nicht. Wieder drauf. Aber du kannst auch flöten. Ja. Jetzt haben wir also alles richtig gestellt. Also Mercedes ist tatsächlich weder eine Keyboarderin, noch eine Musiklehrerin, noch ein Auto, ja? Sondern eine Flötistin und Saxophonistin. Ja? Und mal gucken, ob ihr mit dieser Lüge heute noch mal den Rab der Woche gewinnt. Ja? Ich bin gespannt. Ihr habt viele Freunde gewonnen. Wunderbar. Und ich bedanke mich, dass ihr gekommen seid. Meine Damen und Herren, Christina Bach und Mercedes. Dankeschön. Mercedes und Christina Bach. So, meine Damen und Herren, ich muss jetzt Tempo machen. Schon wieder überzogen. Danke. So. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich was Interessantes für Sie. Denn bei Andreas Türk in der Talkshow habe ich einen jungen Mann entdeckt. Jetzt passen Sie mal bitte genau auf. Und zwar, da haben wir einen Pfeil dran gemacht, um in der Ecke. Es gibt nämlich gar keinen Grund jetzt. Sie sehen, er ist jetzt schon sehr unruhig, während Andreas moderiert. Ja? Es gibt ja keinen Grund, oder? Jetzt merken Sie, irgendwas quält ihn. Moment, es quält ihn irgendwas. Da sagt er, pass mal auf. Du bist der Meinung. Wahrscheinlich muss er auf Toilette. Ich kann nicht mehr. Pass auf, jetzt kannst du mir helfen. So, dann geh doch einfach auf Toilette. Pass auf. Es geht nur um diesen jungen Mann. Sehen Sie? Der leidet, er leidet, er leidet. Jetzt, pass auf, jetzt. Ich muss aufs Klo. Sehen Sie? Bitte, bitte. Haben Sie gesehen? Ich zeig's Ihnen nochmal. Ja. Schauen Sie nochmal genau hin. In Zeitlupe können Sie es genau erkennen. Er leidet da hinten und in der Werbepause. So, Achtung. Ich muss aufs Klo. Haben Sie gesehen? Bitte, bitte, bitte. Ja. Und jetzt. Meine Damen und Herren, traut bei Ihnen die Frage, warum muss dieser junge Mann aufs Klo? Ich kann es Ihnen sagen. 26 Jahre Dünnpfiff! Cheerleader von Düsseldorf Rheinfire, meine Damen und Herren. Und ich habe wieder eine interessante Nominierung für Sie in der Sendung Hauptsache Kultur. So heißt die Sendung. Eben hatten wir Hauptsache Gesundheit. Ich glaube, das heißt, in dem dritten Programm heißt alles Hauptsache. Hauptsache Sportsendung heißt Hauptsache, man bewegt sich. Gesundheitssendung heißt Hauptsache gesund. Und Hauptsache Kultur, wenn es um Kultur geht. Im Hessischen Rundfunk ist das gelaufen. Und da war ein finnischer, ja, wie sagt man, ein finnischer Autor, Sänger und Tänzer zu Gast. Und der berichtet über die Leidenschaft des Finnen am Tango. Jetzt schauen Sie sich das erstmal an hier. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man den
echten finnischen Gehe-Tango tanzt. Mika, Märchenland Satumaa. Der Gehe-Tango mag hier ganz unschuldig erscheinen, aber es brodelt nur so vor finnischer Sexualität. Auch ich gerate beim Gehe-Tango in Erregung, wenn sich Wange an Wange presst. Erregung schafft einen mitunter. Das Glied schwillt an und stört beim Tanzen. Auf dem Land verschwinde ich dann immer gleich nach dem Tanz in den Wald, reiße einen Birkenzweig ab und bestrafe das Glied mit scharfen kleinen Hieben. Ja. Verstehen Sie? Und das fand ich jetzt mal, ehrlich gesagt, das fand ich jetzt mal so interessant, dass wir uns gedacht haben, diesen Mann müssen wir nominieren für den Rap der Woche, meine Damen und Herren. Nominiert für seine Tango-Leidenschaft Mauri Numinen. Hier ist Mauri Numinen. Herzlich willkommen. Habe ich das richtig gesagt? Mauri Numinen? Mauria, das ist mein Vorname. Mauria, das ist mein zweiter Name. M.A. Numinen nennen Sie sich. Ja. Ist der finnische Tango etwas Besonderes? Ja, das ist also, es geht, also der finnische Tango geht im Moll. Und Tonfolge nach unten. Ja, alles klar. Er ist ein bisschen schwermütiger, ja, kann man sagen. Ja. Ich habe hier das ist Ihr Buch, nicht wahr? Aus dem Sie vorgelesen haben, Tango ist meine Leidenschaft, Numinen. Und da ist diese Stelle, wo Sie eben also auch vorgelesen haben, beim Tango kriegt man eine Ahnung, was Geschlecht ist. Auch ich gerate beim G-Tango in Erregung, wenn sich Wange an Wange presst. Und am schönsten hier, das Glied schwillt an und stört beim Tanzen. Ja. Pullalarm, natürlich! Auf dem Land. Das ist für mich jetzt, da muss ich gleich eine wichtige Frage zu stellen. Ja? Auf dem Land verschwinde ich dann immer gleich nach dem Tanz in den Wald und reiße einen Birkenzweig ab und bestrafe das Glied mit scharfen kleinen Hieben. Ist das Buch autobiografisch? Ich habe schon gesagt, dass ich kein Tänzer bin. Ach so, alles klar. Ja. Also auch nicht selber mal ordentlich. Mit dem Birkenzweig mitgegeben. Auf finnische Schriftsteller haben Fantasie. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Sagen Sie, stehen solcher Dinge noch mehr? Ach, das geht ja noch weiter. Es taucht hier sehr viel. Besonders ärgerlich finde ich, dass ich immer, wenn das Glied steif wird, gerade mit einer Frau am Tanzen bin. Und lesen Sie, was man in der Stadt... Zu Hause, wenn ich im Gedenken an meine Jugend mit dem Besen tanze... Moment, jetzt warten Sie doch mal ab. Ja, zeigt das Glied nicht die geringste Irritation. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja. Ist es ein Erotikroman? Das kann man sagen. Und auch eine Geschichte des finnischen Tangos. Hier ist eine Platte mit finnischem Tango. Ja. Da sind auch Lieder dabei, die Sie geschrieben haben, tatsächlich. Richtig? Ja, und ich singe da auf Deutsch. Also Sie singen auf Deutsch? Ja. Auch noch. Das wird wohl ein Riesenspaß sein, oder? Ja. Also, haben Sie noch was mitgebracht? Ich und meine Braut saßen in dem Park von unser Parlament. Hören Sie hin!
Lass ihn ruhig mit dem Birkenzweig hier noch ein bisschen. Haben Sie weiter. Wer schaut denn zu, wie Volksvertreter an uns vorübergingen? Rechte Volksvertreter gingen nur an der rechten Weghälfte. Meine Braut sagte, gib mir doch noch ein Schlückchen. Milder 70er Weißwein. Ja, großartig. Ja. Wunderbar. Ja, also, das war der finnische Tango, den Sie ja fantastisch erklärt haben und von eigentlich fantastisch vorgesungen haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich glaube, Sie haben große Chancen, heute Abend den Preis zu gewinnen. Dann kommen wir vielleicht das nächste Mal dazu, den G-Tango auch noch hier zu tanzen. Ja. Vielen Dank, Herr Numin, meine Damen und Herren. Herr Numin, nehmen Sie Platz bei uns in der Ehrenloge. So, meine Damen und Herren, Sie können jetzt hier im Publikum abstimmen, wer soll den Rab der Woche mit nach Hause nehmen. Sie kriegen noch mal alle drei Kandidaten im Schnelldurchlauf. Kandidatin 1, Andrea Ballschuh alias Anja K., Nachtclub-Tänzerin, Christina Bach und Keyboarderin Skoda oder Herr Mauri Numinen. Wer soll den Rab der Woche mit nach Hause nehmen? Drücken Sie 1, 2 oder 3 für Ihren Lieblingskandidaten. Ja. Und wenn Sie abgestimmt haben, dann können wir unsere Grafik mal abrufen. Da bin ich jetzt aber mal gespannt, wer den Preis mit nach Hause nimmt. Ich hätte ja sehr viel Sympathien für Herrn Numinen, muss ich ehrlich sagen. Wow, er hat auch ganz gut gewonnen. Aber auch herzlichen Glückwunsch hier. Ihr habt ja schon einen Preis. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Preis, aber auch Mercedes und Christina Bach. Nehmen Sie wieder Platz. Mauri Numinen. Sehr gut, dann kann ich Ihnen ja nächste Woche noch was aus dem Buch von Herrn Numinen vorlesen. Tango ist meine Leidenschaft. Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu einem, ja, sage ich mal, Stück Sportgeschichte. Ja? Denn ich habe es mal wieder versucht, mich auf Schlittschuhe zu stellen. Und ich war beim KIC, bei den Kölner Haien und habe da mal mit trainiert. Hier ist für Sie Rab in Gefahr. Ich befinde mich hier vor der Trainingshalle der Kölner Haie, denn ich will Eishockeyspieler werden und ich fange natürlich nicht unten an, sondern direkt in der DEL und werde heute mal bei den Haien mittrainieren. Und da schauen wir mal, was das gibt. So, jetzt erstmal in die Garderobe hier rein. Da muss ich mich nämlich erstmal umziehen, bevor ich auf die Spielfläche gehe. So. Pass mal zu, ne? Ich brauche noch so, wie heißt es? Sackschutz. Sackschutz. Ah, so sehen die aus. Alles klar. Verstehe. Moment. Zu klein. So, jetzt bin ich fertig und jetzt gehe ich mal rein. Mir fehlt nur noch der Helm. Den ziehe ich auch noch an. Ich wäre dann soweit. Sieh nichts. Wow. So. Okay. Das Wichtigste ist, beim Bulli den Gegner zu provozieren. Ja? Das Tolle ist hier, sind die meisten Spieler Kanadier, also sie verstehen kein Wort. Idiot. Mädchen. Norbert Schramm. Katharina Witt. Kalle Pohl. So.
Das Wichtigste ist, das Fußtraining, man muss ja auch treffen. Und in Köln gibt es den besten Torwart in der ganzen Liga, Beppi heißt. Und dem knall ich jetzt mal ein paar Dinger rein mit meinen Kollegen hier. Go, daneben, scheiße. Aber Daisy ist noch nicht getroffen worden. Leider, Carla ist hier aus Kanada, und wir machen jetzt mal kleine Regelkunde. Also, wir zeigen euch jetzt mal, was erlaubt ist und was nicht erlaubt. Okay, fahr mal los. Go. Also, nicht erlaubt ist hier zielen. Auch nicht erlaubt ist. Ist auch nicht erlaubt. So, auch nicht erlaubt ist hier. Auch verboten. Was ist denn erlaubt? Du darfst Kanadier auf keinen Fall beleidigen während des Spiels. Zum Beispiel mit Sachen wie die kanadische Elfschlüssel. Aber obwohl Eishockey ein sehr aggressiver Sport ist, das Schöne ist, nach dem Spiel, da verträgt man sich wieder. Fangen wir zu. Ich laufe weg und ihr müsst mich halt kriegen. Ja? Los geht's! Stefan, schön, dass du da warst. Hey! Chill, du Pinnemann. Hey! 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 Das war's für heute. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.